Achsenmächte, Achsenmächte, Achsen, Achsen, Achsenmächte. Ich habe eine Axt und eine Macht. Achsenmacht. Jetzt würde ich gerne wieder einen Witz mit A machen. Lass mich raten, es fängt mit N oder es hört mit N auf. Achselmächte. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Die Achselmächte kommen. Ich meinte ein Kontinent. Nein. Niedersachsen. Wow. Das. Okay, laut geht's, das ist Niedersachsen-Kontinent. Jetzt wissen wir's. Oh Gott, geht's da, das kannst du mir nicht antun. Ah, ich hab schon früher das angetan, das kann ich jetzt auch heute. Ich sag jetzt mal lieber nichts dazu. Das hat doch nicht 9 Monate, dann hab ich Tischmann hier. Ich deinen Gedanken hin. Oh, keine Ahnung. Meine Gedanken sind immer so freigängig. Ja, meine schlimm. Sind blockiert und in eine andere Richtung. Das ist genauso wie an der Autobahn. Von wem redest du? Obwohl, nein, passt schon. Ignoriere einfach die Frage. Okay. Danke. Ich zu danken. Menschen. Was ist das? Ob man das anfassen? Mit Menschen meine ich nicht Gesetz. Oh, verstehe, wieder ein Witz. Fuck, meine Sicherheit ist ziemlich niedrig. Kein Kommentar. Kann man anfassen oder irgendwie reinchecken? Eidek, mein Deck! Ich hatte gerade eben $666. Scheiße. Oh, was ist das für Geld? Was? Ich hab ein Observatorium gebaut und 2 Luxushäuser, also leck mich. Ah, danke Alliierten. Die haben mir jetzt 8000 geschickt. Haben mir 10.000. Glückwunsch. Bald bringt dir das Geld sowieso nichts mehr. Warum? Ach, einfach so. Willst du mich ja nun angreifen? Weiß ich nicht. Ah, muss ich mehr Kasernen bauen. Musst du Kasernen bauen. Ich glaube, ich mache sogar einen kleinen Militärdistrikt hier am Strand irgendwo. Falls die Achsen... Du Kopierer! Mächte kommen. Du hast deine Außenwart ist. Kopiert. Ja, genau, du hast die Achsenmächte... Naja, kopiert. Jetzt brauchst du nur noch so ein ähnliches Land wie Polen, was du jetzt überfallen kannst im Zweiten Weltkrieg. Noch sind wir eigentlich. Und ich biete mich nicht hier an zur Verfügung. Ich bin noch die Schweiz. Noch sind wir der Nachkriegszeit. Nein, in der Vorkriegszeit. Achso, du meinst natürlich den Ersten Weltkrieg. Natürlich. Ja, den Ersten Weltkrieg. Ich meinte den Zweiten. Die Jumbos rollen wieder. Oh, die Jumbos. Ich weiß jetzt nicht, an was du gedacht hast, aber okay. Dicken Jumbos rollen wieder. Einfach nur mein Teil denken, nichts sagen und einfach nur nicken. Weil ich es ja auch komplett sehen kann. Ja, deswegen! Heilige Scheiße, ich habe ziemlich wenige bis gar keine Hütten. Cool. Und jetzt schlag dich selber. Wie viele Bewohner hast du? 235. Ich habe nur 200. Glückwunsch. Dann ist wohl dein Leben viel, viel besser. Es ist so ruhig bei dir. Ich muss mich um wenig Sachen kümmern. Ach nein. Wirklich, das ist unsere Städte miteinander verbunden. Wow, das fällt dir erst jetzt auf. Ja. Die Verbindung steht schon ein bisschen länger. Du hast meine Stadt ruiniert. Auch wegen der schrägen Straße. Hast du schon längst selber für dich erledigt. Du baust wie so ein Halbbetrunkener. In meiner Polizeistation wollen keine Officers arbeiten. Die wissen halt eben, wo es denen besser geht. Und zwar bei mir. Xmeche. Bei mir gibt's jeden Tag um 17 Uhr eine Happy Hour. Mit einem netten Finisher. Jetzt arbeiten. Dort ein Mensch drin. George David. Wow, was für ein Name.
George, David. I need more workers. Oh. Ja. Okay, ich soll mich mit den Alliierten verbünden. Verrückte Idee. Kann ich noch gar nicht. Sollst du auch gar nicht, du bist Achsenmacht. Mit? Ich glaube, er meinte, du bist Achsenmacht. Kopiert. Ach so, ich verstehe, ja. Du bist jetzt, weißt du, wie viel die Achsenmächte mögen? 16. Und wenn ich mich verbünde, kriege ich minus 20. Obwohl, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, wie es bei mir steht. 38 bei mir, 78 bei den Alliierten. Bei mir haben die Alliierten 95. Glückwunsch. A war has started as a result of Franz Ferdinand's assassination. The Generals. Okay. Baue ich halt ein Holzfällerlager, wenn ich dafür 5000 bekomme? Ich werd gerade eben angerufen. Scheiße. Von wem? Er Gildruber. Gildruber. Zum Glück habe ich nicht draufgeklickt. Ah, Mann, oh Mann. Du musst diese rote Skype-Knopf. Also wenn ich das drücke, bin ich am Arsch. Was? Wenn ich das drücke, bin ich am Arsch. Und dann fliege ich raus. Ich meine jetzt nicht in Comfy, sondern in Status. Kannst du vielleicht Kiltruber zum Chat hinzufügen? 24, du weißt, dass du auch auf den Desktop gezogen bist. Na dann scheiß drauf. Wird weg, ne? 74%. Kiltruber! Hör auf, mich anzurufen! Das wurde ich auf Skype angeschrieben. Ja, das war ich. Haha! Vor allem, was du geschrieben hast. Hi! Hast du das geschrieben? Nein, er hat geschrieben. Nein, es ist hier. Er hat geschrieben. Killer, komm hierher, Digga. Ist hier! Ach. Denkst du, ich hab das noch nicht gesehen? Er ist hier, was? Muss jetzt das so stehen, was er gerade eben sagt? Gott! Ich weiß nicht, der hier höflich ist. Ach, GZ. Du bist nicht der Einzige. Ja, es scheint mir so, keine Begrüßung. Billy, wie sehr hassen sich denn deine Leute? 58%? 72. Kiltruber? Was? Netter Schimpfverzerrer. Danke. Bitte. Ein Altbekannter. Oh ja, sag mal, fick dich, Junge. Fick dich, Junge. Ja, sehr gut. Ein hyperaktives Eichhörnchen. Wie? Nochmal? Ich hab die nicht gehört. So besser? Das ist jetzt Female. Macht nichts besser, glaub mir. Ist ja egal. Ach komm schon! Mach wieder Helium rein. Echt? Ist das besser? Obwohl, ja. Du hast ja gesagt, es macht nichts besser. Nein, ich meine, es macht alles schlechter. 67% nun. Ich weiß schon, was ich nehme. Scheiße, nochmal. Ich weiß schon, was ich nehme. Was denn? Was hier? Hast du. Oh mein Gott. Jetzt nochmal? Was? Nochmal. Hallo. Hallo. Puta de merde. Social Security. Nee. Ich bleib bei Pitch Helium. Helium. Harr. Liebes Tagebuch, ich muss meine Konkurrenten alle ausmerzen. Gebe mir die Kraft, es zu tun.
Ach ja, und Leuma, du hast nichts gehört. Ich hab gerade eben nur mit Mister gesprochen. Ich Wer ist so denn dieses? Du selber. Du selber? Ja, ich meinst du überhaupt? Ich bin total Afka. Was? Izet hat gesagt, dass ich AFK bin. Hab ich gar nicht gehört, muss ich zugeben. Ja, nicht. Ja, du hast jetzt Hüsten denn da. Sag mal, hörst du schon Stimmen in deinem Kopf? Bist du schon so weit? Ich werde den Rest des Parts mein Maul halten. Warum denn? Leihamster! Ihr bringt mich zu Sachen? Was? Laberst du überhaupt? Echt? Ich hab Minus Geld. Also, er bekommt seine Menstruation. Was war das nochmal? Ich hab's leider vergessen. Er hat seine Tage. Ah, die Periode meinst du? Komm schon, baut schneller! Für euren Anführer! Was, Leuhamster, was? Boah, Geld! Ja, ich hab gerade eben minus 191 Dollar. Ich hab minus 2000 Dollar, ja. Glückwunsch. Meine Schiffe wollen Stahl, ja. Ja, meine Handelsschiffe wollen nicht beikommen. Wieso funktioniert dein normaler Spell nicht? Doch, ich bekomme schon ziemlich viel Geld, aber es geht halt ziemlich schnell weg. Scheiße, habe ich gerade eben viele Angebote. Allianz. Ja, zu spritzen. Willkommen im Club. Eine feindliche Macht überfällt unsere Insel. Immer wenn ich... Du auch? Willst du mich verarschen? Boah, wie viel bei dir sind, wie wenig bei mir. Glückwunsch. Könntet ihr vielleicht diesen Turm verteidigen? Gott, ich tue euch schon überbezahlen und trotzdem haben die gar keinen Gehirn. Also, ich bin am Gewinnen, so wie es aussieht. Wow, ist ja auch so schwierig, hä? Ich knall grad T34 ab. Du bist doch so ein wahrer Kriegsheld. Kriegst du Spritzen? Ich habe einmal Blut abnehmen lassen. Und dann ist er so danach schwindelig geworden, dass ich fast umgefallen bin wegen dem Scheiß. The fuck? Lord. Frag mich nicht. Da war mir nur... Ich habe nur noch schwarz vor den Augen gesehen. Das war aber nur eine ganz kleine Ampulle, die sie vorher gemacht haben. Ganz klein! Na, boy. Okay. Das war ziemlich krank. Fuck einfach nur. Ach ja. Wir legen ausgebrannter T34 und meine Leute interessiert es einfach gar nicht. Die fahren einfach Lol, durch. Lol, hast du schon gesehen, dass es mehrere blaue Punkte jetzt gibt? Scheiße, wir bekommen Blausucht. Blausucht. Zah! Gott, das braucht ein halbes Jahrhundert. 66%. Hey. 99 Luftballons fliegen durch den Horizont. Glückwunsch, GZ, du änderst deine Bilder öfters als ich in einem ganzen Jahr. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Immer abgefucktere Scheiße als ich. Ja, das muss man einfach schaffen. Also ich habe ja ein Bild mit, bei dem ein Typ mit seinem Arsch die Maus benutzt. Aber... Läuft bei dir, Junge! Kamerad Präsident. Immer besser. Der macht es eigentlich nur als Langeweile, weil ich mach's halt durch Tabmaps und den. Ja, lol! War lustig aus, dass ich das in Skype hinzufügen und fertig. Jetzt macht auch noch meine Infanterietruppe mehr Schaden als T34. Ja, also ich finde die Dinger immer recht interessant, warum die extrem viel Schaden machen. Deshalb baue ich fast nie Panzer. Die Scheiße ist ziemlich nutzlos. Oh ja.
Ach so, jetzt weiß ich, was GZ. Ach nein. Und ich habe nämlich eine Demokratie und ich kann nur noch wählen. Ich kann es nicht machen, dass es aufhört. Oh, gerade eben kommt's mir. Martial Law. Kriegsrecht! Jetzt weiß ich natürlich, wie man am besten hier einen freien Staat macht. Ja, ich wollte schon sagen, mach das lieber nicht. Dafür hassen sich eigentlich die Leute, aber. Ich hab nur 59%. Um genau zu sein, habe ich nur 1% verloren. Ich hab 57. Entschuldigung. Jetzt hab ich 63, was? Ja, das steigt und sinkt bei mir auch. Vielleicht Militär. Vielleicht machst du da doch das Militär an. Oh ja. Weißt du, wahrscheinlich geil damit. Hm. Weißt du was? Stört mich überhaupt nicht. Weil ich möchte ja eigentlich, dass dieses Militär Lolhams überfällt und tötet. Wie viel hast du eigentlich an Militär? Zu viel. Heilige Scheiße, wie viel ist das? Ach, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen. Ich habe gerade mal ein paar Infanterietruppen. Ich habe schon aufgehört, Farmen zu bauen. Also Glückwunsch. Ich baue schon lange keine Farmen mehr. Woo! Krieg's halt. Danke. Was baut ihr jetzt? Bananenfarm oder? Nein, er ist dort. Er hat das Spiel verloren wegen Wahlen. Ich hab das Spiel noch nicht. Ich blick das Spiel noch nicht ganz durch. Du verklickst dich die ganze Zeit, das ist das Problem! Er nimmt die ganze Zeit Wahlen, obwohl er nicht Wahlen nehmen will. Weiß nicht, wie man das schafft. Das ist eigentlich so, als würde ein Türke hier Bundeskanzler werden. Das würde auch keiner wollen. Danke. Kirchhoff, jetzt darf ich wieder meinen Part editieren. Ach komm, lass es doch drin. Ja, hat er beim letzten Mal auch so gut funktioniert, hä? Ach, Sarkasmus, ja. Was ist daran Sarkasmus? Juhu. Ja, scheiß drauf. Baut schneller! Ich hab gleich noch einen Part, den du editieren kannst. Nein, sei ruhig! Als das Flugzeug abgestürzt ist. Oh mein Gott. In Frankreich. Das muss bestimmt ein Terrorist gewesen sein. Ich kann diese Bärtigen gar nicht aushalten im Flugzeug. Ich verstehe kein Wort, aber. Ich habe jetzt so verstanden, dass er Bärtige nicht aushalten kann. Ja, das habe ich auch verstanden. Heilige Scheiße. Huge Battle Plans, Operation Codename. The whole shebang. And Alice. Oh ja. Democracy. Geht das überhaupt, dass ein Polizist ein Verbrecherboss ist? Bei dir schon? Ja, bei mir geht es ziemlich viel. Tut mir leid, Leuhamst, das kann ich aber nicht akzeptieren. Eine Armeebasis? Was willst du denn noch alles bauen? Ich muss das Ding bauen, weil ich zwei Aufgaben damit habe und ziemlich viel Geld dafür bekomme. Jetzt lüg nicht! Wird sie vorbereiten. Ich bekomme zwei. Zwei Aufgaben habe ich dafür. Für eins bekomme ich ein neues Familienmitglied. Komm, gib mir Geld! Er versucht, dich auszureden. Nein. Er will dich attackieren. Vernichte ihn. Mach ja, du hast recht. Wieder mit Polen. Vernichten. Weißt du, was eigentlich lustig ist? Ihr habt damals... Wenn eine Armee sieht, wird er wie die Franzosen den Rückwärtsgang einlegen und zurück an die Küste getrieben werden. Warum nur noch 52%? Liebes Tagebuch. Nie mehr wieder Kühltruber einladen. Ansonsten... Was? Ist doch so. Keine Ahnung, Gott dang it! Überfallt diese Schweine! Leg mich. Was? Ich bin gerade mitten in der Wahl, du Schwein. Gut so. Ist abgelenkt. Ach ja, wegen dir habe ich 11.000 Minus. Obwohl ich eigentlich schon 20.000 hatte. Wie geht das? Gedacht, um the government anzugreifen, kostet das nur 20.000. Was greifst du noch alles? Government will die. You will die. Könntet ihr vielleicht formatiert angreifen? Nein? Okay, cool.
meine Leute greifen, meine Leute verteidigen, formatiert. Palast direkt angreifen. Alter, wie viele Trupps sind das? Zu wenig! Danke, Alliierten, dass ich mir gerade 11.000 überwiesen hat, damit ich die Glitch benutzen kann. Du Glitch-User? Gott, diese Spielgeschwindigkeit macht mich fertig. Ach ja. Bei uns läuft es gerade eben normal anstatt schnell. Ach ja. Hast du noch 50%? Du hast braune und weiße Männchen. Das Lustige ist, sie spricht noch nicht mal von Hautfarben. Oh mein Gott. Warte mal, Alter. Boom, 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 boom. El Presidente! Ja, du vergisst, dass immer noch Puppen kommen, du Scheißhaufen. Du weißt, sobald alle meine Leute tot sind, schicke ich einfach wieder neue. A military coup? Was? Scheiße. Ja, das ist sehr gut gefahren. Heavy Metal mit Vergnügungsparkmusik. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Genau dann, als ich angreife? Sag mal, was? Diese Idioten, töte die! Es gibt nichts Schöneres, wenn ein Militärputsch passiert, wenn ich jemanden angreife. Oh, hab ich schon etwa alle deine Typen getötet und jetzt muss ein Glitch verwenden, ne? Ja. Zack! Wir wären Mann. Ja, genau. Aber wie schon geht's, das genau, sagt ihr. Bananenlord gestorben. Er ist ein Bananenfresser. Bananenlord ist doch GZ. Ach na. Nein, das bin ich. Bananenlord. War das nicht Bananenrepublik? Nein, das bist du. Ja, der Bananen-Mafia-Lord. Nee, ich war Bananenlord. Ich dachte, das war ich Stormaster, weil er ist ja dumm wie ein Affe. Fuzzy Motherland! Ich hab ja, wurde dann ja von lauter Kriminellen vernichtet. Achso, das. Ja, das war ziemlich interessant. Tötet diese Hunde! Lass niemanden am Leben! Und deshalb... Ja? Deshalb scheint es so leicht. Was? Es verläuft doch alles ganz friedlich. Ich würde doch nur den Tod an den Hals wünschen, dass es doch nichts Schlimmes. Ich muss. Wie kriegt man es hin, dass deine Infanteristen so effektiv sind? Ganz einfach, aber ich werde dir den Trick nicht verraten. Das sind wahre Tötungsmaschinen! Juhu, es hat die Karte von Tropico. Weißt du, was das Lustige ist, Killtrooper? Er hat diesen Glitch verwendet, damit er nochmal Soldaten rausbekommt. Aber es hat ihm nichts genützt. Er hat nur nicht mal eine Truppe von mir dadurch vernichtet. Die sind alle gestorben. Außer natürlich die... Jetzt macht er es wieder. Wirklich? Sterb ihn, Mann! Nö, ich sterb ihn, Officer Billy. Des Glitches. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin hier derjenige mit Coronis, du nicht. Okay, das ist ziemlich asozial, was ich hier betreibe. Was denn? Ich muss in meinem Vergnügungspark... Alter, sind deine Panzer am Arsch. ...bekommen. Mit Speisen und anderen Marketing-Sachen. Niemand wird jemals das Leumaster-Imperium zerstören. Ja, jetzt treibe ich LOL Master Imperium. Los, damit die, diese kranken Preise bezahlen müssen. Ich wollte nur mal so viel gesagt haben. LOL Hamster kann ich wie ein Mann sterben. Ansonsten wollte ich jetzt erstmal Rage Quit machen, weil ich halt diese Spielgeschwindigkeit nicht mehr aus. Beim besten Willen. Naja. Also Leute, das war jetzt erstmal Tropico 5. Ich hoffe, es hat gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später. Komm. Hä?